Servus Leute, ich habe vor einiger Zeit das Video zur OpenHAB 3 online gestellt. Das war die Grundinstallation und die Ersteinrichtung. Das kam auch wirklich sehr gut an, vielen Dank erstmal dafür. Aber es warf doch auch sehr viele Fragen auf. Also ich habe hier etliche Kommentare bekommen. Ich habe versucht, die alle zu beantworten, aber das war doch sehr schwierig. Deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt einfach eine kleine Videoreihe, die einfach jedes Thema in nur einem Video behandelt. Also ich werde einfach die Videos sehr kurz halten und schauen, dass ich jeweils nur ein Thema in den jeweiligen Video behandle. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach am PC rüber und dann zeige ich euch, wie ihr das Ganze einzustellen habt. In diesem Video geht es jetzt um das Wetter und die Wettervorhersage. Das ist in OpenHAB 3 wesentlich einfacher geworden wie früher. Beim OpenHAB 2 war das, ja, da habe ich eigentlich einen halben Tag dafür gebraucht, dass ich das erste Mal einbinden konnte. Hier, wie gesagt, beim neuen OpenHAB ist das wesentlich einfacher. Ich glaube, das könnt ihr auf 10 Minuten erledigen und dann habt ihr schön hier eure Wettervorhersage und das aktuelle Wetter, die Temperaturen, die Luftfeuchtigkeit. Das Ganze sieht bei mir so aus. Ich habe das hier auf die Übersichtsseite am Anfang gelegt. Ich habe hier das aktuelle Wetter. Das Ausgabe ist eben hier bedeckt. Dann habe ich die Außentemperatur, die Luftfeuchtigkeit, die Wettervorhersage für morgen und die Außentemperaturvorhersage für morgen. Das Ganze ist ganz einfach zu installieren. Ihr benötigt dazu einfach nur das Open Weather Map Binding. Aber bevor ihr das installiert, solltet ihr hier auf der openweathermap.org Seite einen User kreieren, einen User anlegen, euch registrieren und dann eben einen API-Key generieren. Das geht ganz einfach, ihr registriert euch hier, dann geht ihr in euer Benutzerkonto rein und geht dann auf API und dann generiert ihr hier einen API-Schlüssel. Falls ihr das dann gemacht habt, geht ihr hier auf Einstellungen, dann auf Bindings und dann installiert ihr hier eben, wie gesagt, das Open Weather Map Binding. Einfach auf das Plus hier unten gehen, dann nach dem Open Weather Map Binding suchen, installieren, fertig. Dann geht ihr hier zu den Things rein und dann kommt in der Inbox schon automatisch diese zwei, es kommen glaube ich insgesamt vier Things werden dann in der Inbox auftauchen. Ihr benötigt aber im Endeffekt jetzt einfach nur das Local Weather and Forecast und eben das Open Weather Map Konto. Mit diesem beginnen wir hier auch. Das zeige ich euch jetzt einfach mal. Dann lege ich hier ein neues an. Und zwar nehme ich dieses Binding und dann sehen wir schon, dass wir das manuell hinzufügen können. Hier eben das Konto. Das benötigen wir am Anfang. Dann vergebt ihr hier einen Namen. Das machen wir jetzt einfach mal Wetterkonto-Test. Hier gebt ihr, wie gesagt, dann den API-Schlüssel, den ihr eben hier von der Homepage bekommt, ein. Das kann bis zu ja, ein, zwei Stunden dauern. Also bei mir, glaube ich, hat das jetzt eine halbe Stunde gedauert, bis der Schlüssel freigeschalten wird. Also ihr registriert euch auf der Homepage, generiert dann den Schlüssel und dann müsst ihr eine Zeit warten. Also wie gesagt, bei mir, glaube ich, hat das eine halbe Stunde bis zu einer Stunde gedauert, bis ich dann die Daten überhaupt abrufen konnte. Also wie gesagt, hier den Schlüssel eingeben, dann das Abfrageintervall und hier die Sprache auf Deutsch stellen. Das war es dann soweit, dann kreiert ihr das. Ich kann das jetzt nur nicht mehr machen, weil es ja bei mir schon online ist. Das sieht dann so aus. Das ist im Endeffekt dann mein Konto hier. Ich habe hier den Schlüssel drin. ThingType ist eben das Open Weather Map Konto. Abfrageintervall habe ich jetzt 60 Minuten gemacht. Das könnt ihr natürlich auch noch weniger einstellen, aber ihr müsst aufpassen, ihr habt nur eine gewisse Anzahl von Abfragen frei auf dem Open Weather Map Konto. Da müsst ihr nachschauen, ich weiß jetzt die genaue Anzahl nicht, aber mir reicht es eigentlich, wenn ich das alle 60 Minuten oder eventuell stelle ich das auf 30 Minuten runter. Aber soweit passt es dann. Das nächste, was wir dann noch brauchen, ist eben hier das Thing Local Weather and Forecast. Das legen wir jetzt auch einfach mal an. Da gehen wir hier in die Things rein, dann auf das Plus, dann Open Weather Map und dann seht ihr hier
dieses Wetterinformation Open Weather Map, Weather and Forecast. Da gehen wir drauf. Dann nennen wir das Wetter vorher Test. Dann könnt ihr natürlich eine Location vergeben, mache ich jetzt nicht in dem Fall. Die Bridge wählt ihr dann natürlich euer Open Weather Map Konto aus und dann könnt ihr hier bei einem Ort der Wetterdaten einfach auf die Map gehen und dann euren Ort auswählen. Ich nehme jetzt einfach mal irgendwas in Erfurt und dann werden die Koordinaten hier schon eingefügt und das passt dann auch. Die Anzahl der Wettervorhersage könnt ihr hier auch einstellen. Ich habe jetzt das einfach mal auf 24 Stunden gelassen und 6 Tage. Dann kreieren wir dieses. Dann suchen wir das kurz. Das haben wir dann hier. Das ist jetzt noch auf Unknown. Das springt aber normalerweise dann spätestens, wenn das sich regeneriert oder neu abruft nach, ja genau, jetzt ist es online. Also das dauert einen kurzen Moment, dann bis sich das einmal abruft von dem Server, dann wird das online geschalten. Dann geht ihr hier auf Channels und dann seht ihr hier schon etliche Channels, die ihr verbinden könnt und aus deren ihr dann ein Item kreiert. Das kommt immer darauf an, was ihr hier benötigt. Ich habe im Endeffekt nur die Standardsachen wie aktuelle Wetterlage, dann habe ich die Außentemperatur, dann habe ich die Luftfeuchtigkeit und die Windgeschwindigkeit habe ich eingebunden. Bei der Vorhersage könnt ihr das natürlich auch ganz easy machen. Ich füge jetzt einfach mal Schnee hinzu. Dann klickt ihr drauf. Dann erstellt ihr ein neues Item. Das nennen wir jetzt einfach mal Schnee-Test. Type lasst ihr Number. Also das lasst ihr eigentlich alles so. Und dann geht ihr auf Verlinken. Und dann sehen wir schon, dass im Moment bei mir kein Schnee in Sichtweite, sage ich mal, ist. Also es schneit bei mir jetzt auch nicht. Und das Ganze, wenn ihr dann, müsst ihr hier wieder auf Save gehen, wenn ihr dann hier zurück auf Model geht, haben wir hier den, das Item, das wir gerade angelegt haben. Und so könnt ihr im Endeffekt alle Items oder alle Vorhersagen easy anlegen. Und dann habt ihr das schön hier im Modell drin und das könnt ihr dann noch verschieben, aber dazu mache ich dann ein anderes Video. Also wie gesagt, das ist echt mega simpel. Ich weiß nicht, warum das bei OpenHub 2 so kompliziert war, sage ich jetzt mal, aber hier bei OpenHub 3 ist das eigentlich kein Problem. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, euch ein paar Tipps geben. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Servus!